Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Holle ist bei Rebecca, Lukas bei Andreas, Jens und Bob sind einkaufen, Ella, Luna, Marlene spielen fröhlich in ihrem Kinderzimmer und Julia schläft oben in ihrem Bettchen. Ich gehe jetzt mal nach oben und frage die drei, ob sie mir beim Machen der Spinatlasagne helfen wollen. Ella, Luna, Marlene, wollt ihr mir beim Kochen der Spinatlasagne fürs Mittagessen helfen? Au ja, auf jeden Fall! Wir kommen, Mami! Super, ihr drei! Dann kommt gleich runter. Ich suche so lange die Zutaten und die Auflaufform raus. Hier wären wir, Mama. Können loslegen. Okay, super, ihr drei. Wir machen es so. Ihr drei macht die Frischkäsesoße und wenn ihr damit fertig seid, fettet ihr die Auflaufform ein und ich kümmere mich so lange um den Spinat. Okay, Mama, so machen wir's. Hallo, wir sind wieder da. Was riecht denn hier so lecker? Ach, hi Schatz, das ist ja schön, dass du wieder da bist. Was hier so lecker riecht, das ist die Spinatlasagne. Die haben ich und die Kinder gezaubert. Wenn du dich noch ein wenig geduldest und mit Bobby spielst, können wir sie gleich probieren. Jo, das mache ich, Schatz. Ach, Julia ist wach. Julia, Mama ist ja da. Wir lassen uns gleich die Spinatlasagne schmecken. Wird das lecker. Jens, die Kinder und die Zwillinge, die gerade nach Hause gekommen sind, freuen sich riesig, sie zu essen. Ich, der Admin von Familie Schmuckköpfchen, habe die Lasagne selber gemacht und für euch mitgefilmt. Dann wisst ihr, wie es geht. Los geht's!
Jetzt ist die Spinatlasagne fertig. So sieht das aus. Diese Seite hier, die ist, wartet mal, für mich, weil ich mag es nicht. Ich mag keinen überbackenen Käse. Und jetzt kommt die Lasagne bei Ober- und Unterhitze für 30 Minuten in den Ofen und dann lass ich mir die schmecken. Das wird so hammermäßig lecker sein. Jetzt geht's ans Spülen. Das muss man nach dem Kochen ja immer machen. Das Spülen ist erledigt, jetzt geht's ans Abtrocknen. Jetzt sind wir fertig mit der Zubereitung vom Lasagne und decken jetzt den Tisch. Dann nehmen wir euch mal mit. Hier sind meine Figuren, denn die sind noch von der Spanien-Serie und jetzt suchen wir hier mal die Ella raus. Jetzt holen wir die Teller raus. Kommst du, Ella? Mal hin. Auf dem Rückweg kommen wir mal kurz die anderen Schnurrkörbchen. Wir schauen jetzt mal in den Backofen, die Lasagne könnte fertig sein. Es riecht auf jeden Fall schon mega lecker. Das sieht ja schon mal gut aus. Zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Rezept von der Spinatlasagne was anfangen und konntet es gut nachmachen. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, ob ihr es nachgemacht habt. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da.